Mit Hilfe des Intervallhalbierungsverfahrens soll die dritte Wurzel von 100 auf ein Zehntel genau bestimmt werden. Überlege dir hierzu eine Funktion, deren Nullstelle genau dem gesuchten Wert entspricht. Ja, wenn du jetzt denkst, irgendwie Wurzel aus 100, Moment, das ist doch 10. Ja, das ist die Quadratwurzel, also 10 mal 10 sind 100. Aber die dritte Wurzel von 100 ist schon relativ schwierig. Also dritte Wurzel, ich mache dir mal ein Beispiel. 3 mal 3 sind 9 mal 3 sind 27. Das heißt, die dritte Wurzel von 27 ist 3. Also, was suchen wir jetzt hier eigentlich? Wir suchen hier die dritte Wurzel aus 100. Und wir sagen jetzt einfach mal allgemein, wir kennen die nicht und sagen, das ist unser x. Naja, und wenn wir jetzt eine Funktion erstellen sollen, die als Aufgabe hat, dass wenn da die Nullstelle gefunden wird, dann ist das die Lösung von der dritten Wurzel von 100, dann müssen wir hier einfach nur ein bisschen umstellen. Das heißt, wir müssen hier hoch 3 rechnen. So, Moment. Also wir machen hier mal den Rechenauftrag hoch 3. Dann spielen wir nämlich hier so ein bisschen die Wurzel weg und dann haben wir da noch stehen 100 ist gleich x hoch 3. Naja, und jetzt könnte man die 100 noch auf die andere Seite bringen, also minus 100. Dann hätte man 0 ist gleich x hoch 3 minus 100. Naja, und das ist ja genau die Bedingung für Nullstellen, dass man eine Funktion gleich 0 setzt. Also hätten wir damit unsere Funktion gefunden. F von x ist gleich x hoch 3 minus 100. So. Und wir brauchen also die Nullstelle von dieser Funktion. Gucken wir uns das Ganze mal grafisch an. Da haben wir jetzt hier diese Funktion und naja, die liegt so zwischen 4,5 und 5. Das ist also die Lösung für unser Problem, was die dritte Wurzel von 100 ist. Ganz einfach eigentlich also. Ja, wir überlegen jetzt erstmal, wie fangen wir an mit diesem Bolzano-Verfahren. Da braucht man nämlich immer zwei Startwerte. Ein sinnvolles Intervall brauchen wir dort. Und wenn ich jetzt eben gerade ja schon so durchgerechnet habe, 3 mal 3 sind 9 mal 3 sind 27, da lande ich ja schon mal unter der 100. Und wenn ich rechne 5 mal 5 sind 25 mal 5 sind 125, lege ich ja über der 100. Das heißt, zwischen 3 und 5 muss in jedem Fall eine Nullstelle liegen. Und das sehen wir auch hier. Denn bei dem x-Wert 3 führt das zu einem negativen Funktionswert und bei dem x-Wert 5 führt es zu einem positiven Funktionswert. Und laut Bolzano muss also, wenn das gegeben ist, ist bei einer stetigen Funktion dazwischen in diesem Intervall irgendwo eine Nullstelle liegen. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Ich habe eine kleine Tabelle hier vorbereitet. Wir starten also mit diesen Werten, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, mit 3 und 5. Das sind unsere Werte und die definieren wir als a0 und b0. Führe ich hierbei eine Halbierung durch, dann lande ich bei der 4. Und der Funktionswert von dieser 4 ist minus 36. Vorher führte die 3 zu einem Minuswert, also wird die 3 ersetzt durch die 4 jetzt, weil die 4 auch zu einem negativen Wert führt. Also machen wir weiter mit 4 und eben der 5, weil die 5 zu einem positiven Ergebnis führt. 4 und 5 halbiert sind 4,5. Der Funktionswert von 4,5 ist wieder ein negativer Wert. Dadurch, dass die 4 vorher zu einem negativen Wert geführt hat, wird die 4 jetzt ersetzt durch die 4,5. Ich mache also weiter mit der 4,5 und die 5 bleibt immerhin weiter noch erhalten. 4,5 und 5, die Mitte davon ist 4,75. 4,75 in die Funktion eingesetzt, führt zu einem Funktionswert von 7,2, der ist positiv. Wann hat das letzte Mal ein Wert zu einem positiven Funktionswert geführt? Die 5 hat zu der 25 geführt, die war positiv. Also können wir sagen, die 5 wird jetzt ersetzt durch unsere 4,75, also machen wir weiter mit der 4,5 von eben und der ersetzten Zahl 4,75. So, die Mitte daraus ist 4,625, das führt zu einem negativen Ergebnis, also müssen wir diese 4,625 jetzt für unsere linke Intervallgrenze verwenden. So, und dann bleibt die 4,75 erhalten, auch da mache ich nochmal den Mittelwert und so weiter, habe ich 4,6875. Tja, gucken wir uns mal das Ergebnis an. Das Ergebnis können wir jetzt also sagen, relativ genau, dass, naja, 4,6875 führt zu einem positiven Ergebnis, also wird nochmal die rechte Grenze hier ersetzt. Das heißt, wir haben letztendlich als Lösung, als linke Grenze unser 4,625 und als rechte Grenze unser 4,6875. Und irgendwo dazwischen liegt eben die dritte Wurzel aus 100. Naja, das sehen wir ja auch hier und da kann ich dir auch gerne das so ein bisschen auseinanderschieben hier. Vielleicht können wir es ja dadurch hier irgendwie noch genauer sagen. Ja, 4,6, das passt schon sehr gut als Annäherung.
was noch genauer hin. Springt der nochmal um hier? Ja, 4,6. Also viel genauer kriege ich es nicht hin, aber 4,62, 4,63 ist sicherlich ein gutes Ergebnis. Und 4,63, da liegt das auch so dazwischen. Also das könnte sich daraufhin einpendeln. Auch bei dem Newton-Verfahren geht es jetzt nochmal um Nullstellen, so wie es eben gerade auch schon mal bei dem Bolzano-Verfahren so war. Allerdings mit einem Unterschied. Bei dem Verfahren nach Bolzano ging es um Intervallhalbierung. Man hat gesagt, wenn man sich jetzt hier diese Grafik hier unten anguckt und man sieht hier so einen Graphen, der stetig ist. Da hat man beim Bolzano-Verfahren...